Hey, was geht ab, Leute? Hong hier. Und ich bin auf dem Weg zum FT. Ein paar Videos drehen und. Ja, wir drehen noch Videos. Ich weiß, es gab ein bisschen Panik, weil wir diese Woche kaum Videos gedreht haben. Aber fürs Erste werden wir noch Videos drehen. Aber dazu kommt noch ein Video mit ein paar Veränderungen und Überraschungen. Ob positiv oder negativ, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. Ich treffe mich jetzt kurz mit Nico, drehe ein paar Videos. Morgen ist LLDS in Fürstfeldbruck. Schauen wir mal, vielleicht spiele ich mit. Besorgt mir Deck, kommt drauf an, was Nico spielt. Und schauen wir mal. Was geht ab, Anton? Hallo! Warte mal, Timo, ich bin heute hier mit meinem tollen neuen Deck. Nehmt ihr das fürs Ding ab? Ja, wo bist du? Komm mal her jetzt! Drachenreiter. Wie geht's dir, Mann? War schon. Gleich dahinter noch so einer. Oh mein Gott. Wie geht's dir, Nico? Gut, Mann. Der neue Drachenmeister. Das ist viel zu heftig, Mann. Tot, Mann. Heute Hubi, hab ich gehört. Ja, schauen wir mal, Mann. Geh Schwimmbad. Vielleicht komm ich mit. Ja, komm. Jemand in der Freibad. Wo? Ja, eine Stunde hier und dann links. Neue Videos, TBT oder was? Machen wir jetzt wieder Videos oder wie ist das? Schauen wir mal, hängt von euch ab, Mann. Ja, also ich bin dabei, Mann. Du musst mir Einsatz zeigen. Hoffen wir, was ist los? Wie steht schon? Also 0-1. 0-1 hätte ich auch gegessen. Er hat echt alles verloren, Mann. 0-1, Motorschaden, mit Begleitung da alles verloren. Okay, ist echt krass, Mann. Oh mein Gott, 0-2 glaube ich jetzt. 0-2? Ja? Oh mein Gott, ich muss Handyauflagen sofort lesen, Alter, Mann. Ohne Scheiß. Okay, er ist echt tot, Mann. Zum Glück sind wir nicht wirklich gefahren. Pause bis Dezember, Alter, Mann. So ist es. Komm, Dimi, setz dich hin. Dimi, komm, Videos. Wir schauen jetzt. Nikos ersten Sieg an. Ja, okay, mal echt zu so krass, Mann. Leide doch nicht, Mann. Das war ein Sockenstück, Mann. Ja, Hoffnung. Wenn er zu drei steht, braucht er keine Hoffnung mehr. Wenn er zu drei steht, braucht er keine Hoffnung mehr zu haben. Nein, ihm kommt immer Tag 2 und kackt dann erst ab, Mann. Ja, vielleicht läuft er noch durch. Mein Pack, das wäre heftig. Das wäre heftig. Ich spiel zu morgen. Ja, keine Ahnung. Ich spiel morgen. Spielst du morgen? Du spielst ich morgen spiel mit? Morgen, ja. Spielst du? Oh mein Gott. Ich spiel Blitz morgen. Hast du Topf? Wiedergeburt. Ohne Topf. Ich spiel morgen mit. Oh mein Gott, ihr hört's. Zeig mal, wie du spielst. Ich spiel Blue Eyes. Ich will noch Topf, Mann. Egal, ich spiel Blue Eyes. Ich brauch Deck. Ich kann nur Pendel beherrschen. Du willst spielen Pendel? Ja. Wenn du es nicht spielst. Zeig mal das Blue-Eyes. Ich hab's im Handy, ich zeig's später. Ja, spiel nicht als Deck. Hast du alle Karten? Nein, die hol ich mir zu gut dran. Dann auf geht's. Ja. Ich brauch noch, glaub ich, 200 Postbücher vielleicht. Turn from a different dimension, Dimi is back. Morgen wird gespielt. Also nur eine Runde, dann geht er wieder. Das ist ein Schmarrn. Morgen spiel ich durch. Also das ist das Format, wo ich sage, man kann wieder Turniere spielen ein bisschen. Ja, das läuft oder Top? Das läuft oder Top? Ich habe keinen Platz für Top, ich kann dir mein Deck mal zeigen da. Aber es lief gut.
Stimmt es, dass X-Man dieser Carb bei Silver Spray Timing verpasst? Nochmal? Das Carb bei Silver Spray Timing verpasst, habe ich gehört. Weiß nicht, ob das stimmt. Das weiß ich auch nicht. Das wäre echt heftig. Sein Spiel gegen kein Silver Spray. Habe ich gehört. Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt, was morgen gespielt wird. Morgen ist eine neue Bandlist, gell? Nee, noch alte. Ach, morgen ist noch alte. Ab Montag gilt das. Wie viel Uhr ist es? Dann ist das scheiße. Oh, keine Ahnung. Ja, lohnt es sich da morgen zu spielen? Was zu trinken? Lohnt es sich da morgen zu spielen? So, was hat die Bandlist damit zu tun? Ja, weil, du weißt, keine Angst hat. Ja, du kannst morgen Bandlist spielen. Ich würde morgen lieber Pendler statt Bloor spielen. Nee, ich spiel Bloor erstmal. Ja, Bandlist spielen. Hab doch keine Angst, Dimi. Okay. Jetzt sehen wir, glaube ich, wieso Ether auf 1 geht. Schade, dass man verlobt und nicht dreimal spielen darf. Das ist das Game. Ich habe schon die gezogen. Geht auf 1. Der Holz auf Boden und zerstört. Lieber Mann. So Leute, jetzt werden die Karten für. Wer? Hast du Pendel Sorcerer? Natürlich, 3 Stück. Echt jetzt? Ich warte welche. Kannst du mir leihen? Ich hab auch. Echt jetzt? Ja. Du hast Karten? Ja. Oh mein Gott, allein dafür solltest du die nicht leihen, Mann. Hast du 3? Oh mein Gott, was mit dir passiert, Demi? Du spielst Turniere, du machst Videos, du hast Karten. Oh mein Gott. Ah, dabei habe ich nicht, aber ich habe ihn in einem Ort daheim. Ich komme ja morgen. Sicher? Ja, ich komme. Okay. Morgen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 2. Du brauchst 3. Ja. Ich glaube, ich noch 1 separat. 2 habe ich sicher. Kann ich ihm vertrauen? Nein. Oder soll ich von Mert holen? Nein, ich komme sicher morgen. Mert kommt sicher, Mann, aber ja, weiß ich nicht. Ich komme morgen, ich will schon spielen. Würde. Wir fahren mit zusammen morgen, Nico. Ja. Man muss, sonst komm ich nicht hin, Mann. Hast du einfach einen Daumen? Ich war sicher nicht S-Bahn. Ja? Ich war sicher nicht S-Bahn. Ja. Dann müsste ein Kusara kommen. Oh, okay. Echt jetzt? Natürlich. Dann echt jetzt? Fast echt jetzt, ja. Ja, dann treffen wir uns bei der Fahrt auf Kusara. Ja. Wir uns leiden lassen. Wir müssen ja schauen, wie du es los ist. Ja. Ich brauch's nicht. Hast du 1 Source oder 2 AP? Nein, gib 3. Direkt 3. Ja. Dann hat er 3 komplett von dir, Alter. Ja, eben ist noch besser. Hast du Topf? Ja. Topf? Ja. Ich brauch's mit Ding. Ausgehen. Ist die ganze Zeit? Nee. 40. Also, geht der Punkt nach weg. Würdest du einen spielen? Was? 3, Mann. 3. Ist halt, du musst den Source nicht machen. Dank mehr. Mach mal Werbung für ihn, dass die Leute mit ihm tauschen, Mann. Ja, Mann. Easy. Wenn ihr mehr seht, tauscht mit ihm, er ist guter Trader. Ich hab alles. Ja, so ist es. Alles. Wie Rudi in jungen Jahren, Mann. Wie Rudi in jungen Jahren. Das ist sein Nachfolger. Wie ist so enden, Mann? Das ist verrückt. Aber Rudi, der Millionär, Alter, Mann. Ja, Mann, let's go. Wie zu krass. Auf jeden Fall, so wie es aussieht, packe ich wieder mein Pendel aus. Ein letztes Mal. Wieso? Ich beherrsche nichts anderes. Du letztes Mal. Achso, ja, schauen wir mal. Das ist eine serbische Schokolade. Schauen wir mal. Du hast ein Pendel, dass du mit Pendel tot ist. Nein, das ist doch krass, aber andere Varianten halt. So was dann auch alles immer noch fest.
Lizard Braun Gitarre, Mann. Beste Kombo. Beste Kombo. Stimmt. Der hätte eigentlich auch gehen können eigentlich. Theoretisch, oder? Der ist nicht so krass, Mann. Lizard Braun. Nein, nicht Lizard Braun, der. Gitarre! So hast du das Spiel nicht unterwegs, mal ein paar Leute einmal. Ja, manche so spielen den eh nur noch einmal. So hast du das Spiel nicht unterwegs. Der ist nicht mehr so close. Okay. Die meisten Leute spielen eh manche Spectre, Alter. Eigentlich könnte ich auch manche Spectre. Wir spielen eh manche Spectre, Alter. Oh mein Gott, ich spiel nicht mehr. Wie dein Gebadisch morgen mit? Ich hab keinen Kontakt zu ihm gehabt zurzeit. Kein Kontakt, Mann. Er ist in Platania City verschollen, Mann. Eigentlich musst du ihn hier fragen. Was sagst du mit Badisch Video von diesem Mal nach Berlin? Also das ganz ehrlich, meiner Meinung nach, hört's mir alle zu. Ja, zu. Badisch hat keine Ahnung von Pokémon Go, er sollte lieber ein schlechter Yugi-Spieler bleiben, ja? Was sagen wir mit dem Pokémon Go-Channel? Hängt von. Kein Video, aber schon ein paar. Ja, ja. Also, es tut mir leid, aber Badisch wurde zum Experten gewählt, also, und der hat keine Ahnung, also keine Ahnung. Nee, nee, den starten wir demnächst. Achso. Also, ich starte demnächst. Ich bin nicht dabei, Mann. Doch, doch, du bist halt der Anti-Pokémon. Ja. Ab und der, wie heißt Team Rocket, Alter? Ja. Oh mein Gott. Team Rocket, Mann. Ich bin Team Rocket, Mann. Das ist hart, Mann. Das ist so geil, Mann. Yeah. Oh mein Gott, Rivalität, Mann. Wir können auch schon bekannt geben, einer aus Team Blau ist leider nicht mehr dabei, der eigentlich vorgesehen war für diesen Channel. Wurde jetzt echt gebannt? Ja, wurde gebannt. Aber wie wird man gebannt? Ja, cheaten halt. Schon, ja, schon. Das Problem ist halt, ja, die kann halt überprüfen, warum du eventuell zu schnell Level aufsteigst oder warum du eventuell bestimmte Pokémon so schnell warst. Und die können nachvollziehen, ob du wirklich in dem Land warst. Wenn du nicht nachvollziehen, wenn du nicht beweisen kannst, dass du wirklich privat in diesem Land warst, zum Beispiel, die holen sich halt diesen GPS-Faker. Genau, du konntest einen GPS-Faker, konntest du dich nach Amerika spawnen. Und damals gab es halt Ratini-Nest dort. Ich glaube im Madison Square Garden oder im Central Park, irgendwo dort. Gab es halt das Ratini-Nest und dann, ja. Ich meine halt, Alex hatte schon sehr schnell das Dragoran. Ja? Und Kumpel von mir. Okay, hättest du dich mal so in Yugi reingesteigert, Mann? Oh mein Gott. Ganz ehrlich, ey. Welches Level bist du? Welches Level bist du? 4 oder so. Ah, sehr gut. Level 4. Wie viel Level bist du? Ich bin 26. Wie viele Level gibt's? Bis 40. Aber ab 20 wird's schon heftig aufzusteigen, weil da brauchst du schon... Das ist ernst heftig, Mann. Ihr seid abnormal, Mann. Abnormal seid ihr, Mann. Ja, aber ich hab alles legal gemacht, also... Ich hab echt nur Scheiße. Ich hab nur so Topsy, Mann. Reicht. Dings, Mann. Ich hab mein Team schon gepostet, Mann. Mein Team hat Team Rotklöpfer zerstört einfach, als ich's gesehen hab. 4 Garados. 4 Garados, Dragoran. Direkt erstmal Pokémon anmachen. Jetzt gehen wir zum Hotspot in München. Echt jetzt? Ja. Das ist der Bordeaux-Platz am Ostbahnhof. Hey Leute, Kuchiro Yuga hier. Danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Vergiss bitte nicht zu liken, subscriben und kommentieren. Checkt doch bitte nochmal unsere Facebook-Seite ab und unsere Sponsoren. Und never forget, Yu-Gi-Oh! Is serious business.